Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Disney Streamlight Valley im ersten Content-Update mit Scar, unserem liebenswerten Löwen, Hauskatze, je nachdem. Und jetzt haben wir die Vitalis-Höhlen durchforstet, das Wasser zum Fließen gebracht und auf einmal ist so ein durchsichtiges, lilanes Männchen da irgendwie abgehauen, was gesagt haben, Folge dem vergessen. Oh, hey. Nein, jetzt keine Zeit. So, das machen wir jetzt. Wir werden uns das einfach mal reinstürzen in das Ganze. Hey, vergessen, bleib da. Hä? Ist das die Schattenvariante von meinem Dorf, nur schattig? Das vergessen hat, etwas fallen lassen. Hol es. Wally, ich bin echt froh, dass du da bist, wirklich. Ich würde dich gerne nicht dafür loben, kurz. Ich möchte ihn wirklich kurz loben, weil er macht das wirklich gut. Ich schenke ihm dafür ein, du tust eh gern irgendwas mit Steine, das ein Stein. Wally, yippie. Ja, Wally, yippie. Wie glaube ich, da komme ich nicht weiter. So. Bin da. Oh, jetzt schon wieder sein rumgelaufen. Merlin. Merlin tut noch essen. Ist gut. Finde ich super. Das sind sie nämlich nicht weit weg immer dann alle. Habe ich eigentlich schon. Was habe ich jetzt schon gemacht? Charaktere. Oh, hey Scar. Mal kurz schauen. Mehr gibt es nicht. Das heißt, es ist hier wirklich nur Scar hinzukommen. Das ist okay. Ist ja Early Access. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja, ich habe das Problem behoben mit dem Fluss. Ja, laut mein Gesichtsausdruck bedrückt mich was anderes. Sag was. Ich habe das vergessen gesehen, als ich aus dem Innen kam. Erstaunlich, hör jetzt nicht auf. Wie geht's weiter? Merlin, das vergessen sah aus wie ich. Wie du? Hey, daraus, das ist sehr verwirrend, Wicked Curl. Lass mich darüber nachdenken. Nun, es wäre möglich, dass das Vergessen ein Splitter von dir ist, der zurückblieb, als du das Tal vor langer Zeit verlassen hast. Ein Splitter von mir, wie soll das gehen? Wenn wir älter werden, gibt es immer Teile von uns, die wir zurücklassen. Teile von uns, die nicht mehr, ich nehme an, man könnte sagen, zu uns passen. Aber nur weil wir mit einem Teil von uns abgeschlossen haben, bedeutet das nicht, dass dieser Teil mehr mit uns fertig ist. In deinem Fall könnte sich das alles buchstäblich manifestiert haben. Merlin, ist das meine Schuld? Nein, nein, Wicked. Ich versichere dir, dass nichts davon deine Schuld ist. Ursache und Wirkung sind kompliziert und einfachste Aktionen können zu unerwarteten Reaktionen führen. Und hier im Tal sind die Dinge besonders kompliziert. Alles, was zählt, ist das, was du in deinem Herzen trägst. Wir alle wissen, dass du nur das Beste für das Dorf willst. Du müsst es wieder hinbiegen. Nun, ich habe immer schon gewusst, dass du der Schlüssel zur Wiederherstellung unseres Tal bist, Wicked. Apropos Wiederherstellung von Dreamland Valley. Das Vergessen hat das fallen lassen. Ah, die Kugel der Pflege. Damit können wir die Säule der sonnigen Ebene wiederherstellen. Nicht so schnell, irgendetwas stimmt nicht damit. Sie ist so trüb. Ja, ich sehe es. Nun, die Kugel bezieht ihre Energie aus dem natürlichen Leben. Als du sie zum ersten Mal in die Säule auf der sonnigen Ebene gesetzt hast, braucht sie ziemlich lange, um aufzublühen. Aber dann verwandelte sie eine trockene Wüste in eine üppige Oase.
Du musst sie vor der Säule in den Boden pflanzen und die Natur ihren Lauf lassen. Das klingt, als würde es eine Weile dauern. Nun ja, aber es gibt keinen Grund, warum wir die Natur nicht mit ein wenig Magie auf die Sprünge helfen könnten. Hm? Wie meinst du das? Alter, ich habe mir vor, wenn ich ein Buch lesen würde. Ich habe mich endlich daran erinnert, was wir früher in den Vitalismin abgebaut haben. Es waren keine seltenen Edelsteine oder Edelmetalle. Dort gibt es Kristalle, die in Verbindung mit einigen anderen magischen Zutaten die Flora rund um das Dorf mit viel größerer Geschwindigkeit wachsen lässt. Was normalerweise Monate gedauert hätte, dauerte nur noch wenige Tage. Zuerst muss er einmal einige Vitalis-Kristalle aus den Minen abbauen. Dann stelle er daraus das Wunderwachstumselixier her. Ich habe das Rezept dafür nach unserem Gespräch vorhin selbst herausgesucht. Sobald du alles erledigt hast, sprich mit mir und ich erkläre dir den Rest. Ich löpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Fruchtbare Erde? Dreamlight. So, jetzt werden wir die Idee. Was ist fruchtbare Erde? Da haben wir schon wieder fast alles. Kleidung, die ist mir wurscht. Zutaten. Nö, sammeln. Fruchtbare Erde. Wo du findest, überall. Muss ich jetzt wieder Löcher graben? Jetzt sind die schon wieder trocken. Alter, das gibt's ja nicht. So. Ich vermute mal, das ist eine Grabarbeit. Also prinzipiell geht es mal darum, wo ich, wenn ich ein Stück mal habe, weiß ich, wo ich suchen muss, aber... So, ich bin jetzt rumgerannt, habe ein paar Löcher graben, dann bin ich da, habe ich ein paar Pflanzen geerntet und... Auf einmal ist das Ding rausgefallen, ich habe es aber nicht mitgenommen, zwecks, dass wir probieren können. Ich glaube, das kommt beim Ernten. Die Frage ist nur... Wie häufig und bei welchen Pflanzen? Ja, fruchtbare Erde, aber Miki, alte Hurtblumen, komm her da. Ach Gott, es wäre da oben. Ja gut, den hätte ich fast sehen können eigentlich. Wolle, du hast mir gute Dienste geleistet, bis später. Bist aber lieber, Wally. Papa. Schau mal, was das rauswirft, das Zeug. Und sie wirft eh noch Baumwolle raus, aber das. Das scheint jetzt gerade irgendwie ein bisschen lästig. So, nicht auch ernst, dass bei so einem Feld ich genau eine Erde gekriegt habe, oder? Zwei, sorry. Mein Fehler. Geleg. Unter anderem bräuchte ich da ja so einen anderen Typen. Bräuchte nicht so einen Sammeltypen, Dagobert oder so? Oh je, na gut. Okay Leute, ich werde das jetzt mal so machen. Ich werde jetzt überall Sachen anbauen, die schnell wachsen. Und werde da... Warte mal, das sicher woanders weggehe. Ja, hau ab. Tschüss. Baba. Tschüss, Baba und Freunde. Weg.
Ich werde das schauen und wieder Löcher graben, werde Karotten anbauen. Ich glaube, die wachsen am schnellsten, bin mir jetzt aber nicht sicher. Schauen wir mal kurz. Jetzt ist er schon wieder wie so ein Bock. Wie ein Depp, steht er gar nicht da. Das steht irgendwo hier. Ist das gestanden? Drei Stunden, fünf ist eine Stunde, 15 Minuten Karotte. Salat wächst in 3 Minuten. Weizen in... Oh, 1 Minute. Weizen und Karotten, probieren wir das mal. Probieren wir das her. Haha. Das haben sie nicht behoben und ich finde das ziemlich heftig. Weil man nicht rauskommt. Willst du mich jetzt verarschen? Tschüss, dass sie später abhängen. Verroll dich. Ja, aber das muss man mal wissen. Wo habe ich denn die eine rumliegen gehabt? Ja, scheiße, wo habe ich denn die vorausgekommen? Also geh weg. Geh doch einfach weg, bitte. Gut, wir werden mal kurz jetzt schauen. Wo kriegen wir jetzt was her? Wir brauchen Karotten oder Salat? Nee, Salat oder Weizen, sowas, ja. Hey, Erik. Ja, Alter. Hallöchen. Passt doch, ne? Läuft, würde ich sagen. Gut, dann wärmer. Da gehen wir mal anbauen. Haben wir jetzt gekauft? Das muss immer reichen. Probieren wir das mal. Hat ja Sinn gehabt, dass ich dann vorher doch ein bisschen Löcher buddelt habe. Aber jetzt einmal schauen wir mal. Jaska, leg dich vor meine Haustür. Es geht sich immer genau um eins nicht aus. Geh. Nein, ich will das schön haben. Glaube ich auch. Jetzt werden wir Weizen anbauen. Machen wir das mal. Ja, oh Mickey. Hemd sein bis ganz bald. So, jetzt schauen wir mal. Das war jetzt nicht viel. Ah.
Confirmed, es funktioniert mit Weizen, der wächst in einer Minute, Leute, nehmt den. Eventuell kannst du das größere Sambus, kannst auch andere noch nehmen, aber ja. Weg. Donald ist umgefallen. Wächst in einer Minute und es funktioniert. Kostet nichts, geht schnell. So, das werde ich jetzt machen. Eins noch. Ich habe noch, da schalte ich euch zu. Ja, warum ich hier den Salat jetzt anbaut habe, ich bin schon fertig soweit, zeige ich euch. Ich habe den deswegen anbaut, auch wenn der ein bisschen länger wächst, aber das Problem war einfach, dass es eh so schnell gegangen. Ich war kurz was verkaufen und dann war das, das wächst 3 Minuten. Auf jeden Fall funktioniert es mit Weizen, mit allem, mit dem Wasser. Wir haben alles. Jetzt haben wir auch viel Salat. Salat ist gesund, ich esse gern Salat. Geh weg, Mickey. Nee, aber ne Scheiß, Grünsalat esse ich total gern. Also wirklich den so ein Eisbergsalat oder so, den nehme ich in die Hand, den Blatt für Blatt, das setze ich beim Fernseher und isst das wie Chips oder so. Genauso wie Gurken. Andere gesundes Gemüse, Popcorn. Ist auch Gemüse gewesen. Nee, ist nur immer dann. Ist das dann noch Gemüse, wenn es ploppt ist? Schon, oder? Eigentlich schon. Ja, eigentlich schon, ja. Ich Brokkoli koche, ist er verarbeitet, aber auch noch Gemüse. Alles Popcorn-Gemüse ab jetzt. Popcorn ohne Fett ist übrigens super als Diät geeignet. Füllt gut, man kommt sich vor, isst viel, ist aber nicht viel. Man hat wenig Kalorien. Okay, ich schwenke ab. So. Ah, hier. So, was machen wir jetzt? Gießkanne verbessern. Yay! Das habe ich absichtlich übrigens da. Ich möchte das nämlich essen. So. Elixier. Use it. Sprich mit Merlin. Kriege ich jetzt das in der sonnigen Ebene weg, das Zeug, oder was kriege ich jetzt weg? Nur mal kurz schauen. Ich würde das gerne fertig anbauen. Da, ich bin ja drauf gekommen, wenn man tagelang sowas aufgräbt und nicht zugräbt, wird dann despawnt das ja irgendwann die Löcher. Da war ja mal mein Feld, ihr wisst es sicher noch aus den alten Videos. Und jetzt baue ich da einfach was anderes, was da sitzt. Irgendwann regnet es eh drauf, für den Rest habe ich hier Zeit. Merlin kommt da unten eh gerade gerannt. Ah, kannst du kurz da bleiben, Merlin? Danke. Ja, da. Oh, Hallöchen. Bravo, du hast es geschafft. Deine Gießkanne strotzt nur so von magischer Vitalität. Magische Vitalität, meine Freunde, bitte. Ja, haben wir auch noch nie gehört. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanz die Kugel der Pflege vor der Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Nee. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun. Viel zu tun. Pflanze die Orb of Neutering. Danke. Da ist ein Baum im Weg. Irgendwo da? Oder wie jetzt? Ah ja, ein bisschen näher. Gut. Weißt, wenn mir das Spiel jetzt schon sagt, kann ein paar Tage dauern. Wow.
Wo ist denn Scar? Ich meine, ich könnte den Trick anwenden. Scar? Hallo? Ah, hier. Ich könnte den Trick anwenden und man kann das PC-Datum vorstellen, das funktioniert, aber das verpackt wieder Pflanzen. Warte, sehen, was dabei rauskommt. Das war nicht toll. Schauen wir mal, ob ich das mache. So. Ich habe etwas für dich. Was kriegst denn du von mir? Du Pfosten. Da. Ich sehe mich schon den Typen hochleveln bis zum St. Nimmerleinstag. Das Root Beer. Ehrlich gesagt weiß ich's nicht. Ich habe keinen Plan. Sammeln habe ich wenig eigentlich, aber der Typ ist eher so der fleischige Typ, der fressige Typ. Das ist beim Angeln zuschauen, oder? Ja, beim Angeln. So. Oh, hallo. Ja, ich rede auch mit dir, du Sack, auch wenn du es nicht verdient hast. Das ist nur das. Das ist gleich nur Smalltalk jetzt, oder? Jetzt lauf und vergiss nie. Gibt es dafür jetzt einen Grund eigentlich, wieso da jetzt nichts passiert gerade? Na gut, ihr bleibt da. Ich bin ein 10-mal besserer König als Mufasa. Ich hab was für dich. Gut, ich gehe mal davon aus, ich kann mit dem Typen da jetzt nicht wirklich Sinnvolles anfangen. Das heißt, ich level den hoch und hoffe, dass diese komische Blume dort ein bisschen schneller wächst. Ja. Komm mit, schauen wir mal zu der Blume. Ja, und hoffe, dass das hingeht recht schnell. Gut. Also Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind recht weit gekommen. Jetzt geht es wahrscheinlich nur ums Gießen. Was ein bisschen deppert ist, ist, dass ich eigentlich jetzt nichts machen kann, außer blöd warten. Kann ein paar Tage dauern. So kann man es auch in die Länge zahlen, wenn man keinen Content hat, ja? Ich meine, wenn da jetzt nicht noch ein Bomben-Content kommt und das alles war, dann sage ich es euch ganz ehrlich, also da fühle ich mich schon leicht, nur ganz wenig verarscht irgendwie, aber ist okay. Gut. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen. Bis dann und ciao.